neuen Video. Ich bin super aufgeregt. Heute geht ein Traum für mich in Erfüllung, denn wir sind hier bei der Warner Brothers Studio Tour von Harry Potter. Hier erwarten uns echte Kulissen, echte Requisiten, echte Filmsets. Ich bin jetzt schon völlig fertig. Das sieht jetzt schon total toll aus. Wir dürfen euch hier ein bisschen mitnehmen, denn man darf hier so ein paar Aufnahmen machen, nicht überall. Aber, und hier sind, hier in der Umgebung wurden original alle Harry Potter Filme gedreht, also krass. Also es ist echt krass, gerade so als Potterhead ist das hier so ein Traum. Und ja, wir nehmen euch mit und wünschen euch ganz viel Spaß beim Video. So, wir hatten jetzt schon, oh Gott, es ist sehr laut hier, wir hatten jetzt schon so eine kleine Einstimmung mit Regeln und so eine kleine Filmpräsentation, da war ich schon völlig fertig, bin voller Emotionen. Und wir sind jetzt hier direkt, auf einmal ist die Wand von diesem Kino hochgefahren und, oh Gott, ich hoffe, ihr hört mich. Und dann sind wir jetzt hier in der großen Halle, ey. Es ist so geil. Ich hoffe, ihr habt mich gerade in der großen Halle gehört. Auch krass, ne? Man sieht hier jetzt so die Außenfassade, wie es in echt aussieht. Das ist einfach nur Gerüste und sonst was. Und wir haben hier so eine Art Passport bekommen. Und da gibt es verschiedene Aufgaben, die man erfüllen muss. Also man muss Stempel sammeln. Und die sind hier verteilt. Da sind so kleine Tipps drin und so weiter. Und am Ende, man muss hier Krätze finden. Also es ist passend hier zu der Sonderausstellung, die es hier jetzt gerade gibt, zum Gefangenen von Azkaban. Die ist auch nur noch bis Anfang September. Das Geile ist, passend zum Film ist hier halt die Karte des Rumtreibers mit drin. Mega geil. Ja, wir machen uns jetzt gleich mal auf die Suche nach den ersten Stempeln. Ich bin jetzt schon hyped. Ich saß da gerade in dem Kino drin, habe schon fast geheult. Also für Harry Potter Fans ist das hier echt das Größte. Thank you.
one of the ersten Stempel gesammelt beim Gryffindor Gemeinschaftsraum. Kennst du das wieder? Ja, aus den Universal Studios in Florida, als wir da letztes Jahr waren, sind wir ja, ich glaube, hinten rumgegangen, um in den Ride zu kommen, ne? Wo sind wir hier? Hier sind wir ja in London. In Dumbledores Büro. Sag ich ja. Ja, du brauchst mich hier nicht fragen. Ich bin nicht so der Harry Potter-Head. Das musst du dann alles sagen. Ich weiß das. If I added powdered root of acid oil to an infusion of wormwood, well, that's kind of it. Where is the powdered root? I ask you to find it a root. Beeindruckend, das alles hier zu sehen, wie groß es aufgebaut ist, auch die ganzen Kulissen. Man überlegt, wie viel Arbeitskraft und Zeit da drin steckt. Auch hier im Hintergrund sieht man die ganzen Bilder, die auch in den Filmen genutzt wurden. Die wurden ja alle per Hand gemalt. Es ist so, so krass. Und hier geht es dann rüber zum Zaubersport. Da ist nämlich hier, sieht man schon die Besen. Quidditch. Das ist ein wichtiger Sport hier in Hogwarts. Besonderheit ist hier, jetzt kann man, glaube ich, da hat man so Greenscreens. Ich habe ja schon so einen Wagen gesehen, so aus Gringotts, den man in Orlando selber mitfahren kann zum Beispiel. Und ich meine, man kann da vorne sogar auf dem Besen reiten. Also da geht so ein bisschen Illusion vom Quidditch flöten, aber ist egal. Aber es ist krass, wie die das alles umgesetzt haben. Also ich bin völlig, ich bin baff. Hagrid's Moped, dann der Bus hier, das aus Gringotts, das Teil. Geil. 4, 3, 3.5, 2, 1 3/4. Yes! In order to film this sequence, the production had to close Farmers Green, Borough Market, and also Zerg. To get it underneath the low London bridges, the production actually had a crane on standby, so when they would arrive at one, they would come along, take the top off, drive the bus up to the end, and then pop it back on. Da oben. Ja.
a recreation of one of the most iconic scenes in Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Harry's journey on the night bus. If you'd like to come on over and watch, we have a special effects that we do, and we'll be on an electronic keyboard. It's kind of like a platform that we're using computer control. So that's how they capture the interior shots here at Easter. We play them together as Harry. Möglicherweise hast du hier auch so Buttons, wo du selber dann so ein paar Effekte auslösen kannst und es sieht dann einfach wie im Film aus. Also ich habe teilweise hier schon die Sounds im Kopf oder direkt den Film im Kopf, wo was passiert. Also es ist so krass. Ich werde davon heute Nacht bestimmt träumen. A bogus, specifically a bogus that took the form of one of the child actors had actually seen Rickman dressed in this costume prior to filming. So that special effects supervisor John Richardson written on a high, dry ground. Brilliant. Well, in that case, one's at the ready or mobile phones. It's entirely up to you. Take it away, Professor. Surely everyone else, you want to see one? Yeah! Fantastic, that's what I like. Now, before we get started, I must give you all a genuine Defense Against the Dark Arts lesson. Can anyone here remember the incantation used for buckets? Ridiculous. Exactly, yes, ridiculous. So let's just practice that for a moment. 3, 2, 1. Ridiculous. Fantastic. Ridiculous. Pretty good. Louder. Very clear. Listen. Ridiculous. Ridiculous. Ja, nachdem wir jetzt ein paar Klassenräume angesehen haben und die sind teilweise auch so kleine Shows und das ist so krass, also es ist teilweise auch viel größer und imposanter, als man sich das in den Filmen teilweise sogar noch gesehen hat. Und hinter mir ist jetzt der verbotene Wald. Bin mutig, da gehe ich jetzt rein. Sind die ganzen Animatronics, die sie hier in der Tour haben. Also ob nun der Hippogreif Seidenschnabel oder hier einige Spinnen, die von der Decke kommen und so, richtig cool. Und die bewegen sich, gerade Seidenschnabel, auch sehr geschmeidig, sehr lebewesenmäßig. Finde ich sehr geil. Es ist halt krass, was die teilweise für die Filme, wo die Szenen, wo die gar nicht so oft auftauchen, was die extra dafür alles kreiert haben. Was das kosten musste. Ja. Heftig. Wir sind jetzt am Gleis 9¾ angekommen und hier steht einfach der echte Hogwarts Express. Crazy. Und man hat hier auch Fotopoints, ganz viele, dass man ganz viele Andenken machen kann. Also es ist so cool, also beeindruckend. Also neben all den Kostümen und sonst was hat man hier so eine komplette Experience. Also es ist wirklich nicht nur stumpf durchgehen, sondern man kann hier richtig was erleben. Thank you.
Kevin wird auch. Natürlich, wie in Orlando, in den Universal Studios, kommen wir hier an einem Butterbier nicht vorbei. Original hier. Im Souvenir-Tankard, oder wie sich das schimpft. Ja. Normalerweise kostet eins 7,45 Pfund. Knapp 8 Euro, schieß mich tot. Wir haben auch nur eins bestellt, aber der junge Mann hat das irgendwie falsch verstanden und hat uns zwei hingestellt. Und ich so, ja, okay, wir haben aber nur eins bestellt. Und er so, nimm. Ich so, okay. Ja, dann gut. Prost, ne? Prost. Hier schmeckt das anders. Schmeckt besser hier. Ja, aber schmeckt. Lecker. Ich habe mir hier Butterbier Soft Eis geholt. Schmeckt auch richtig geil. Und im Souvenir Cone ist wirklich einfach mega. Schmeckt, ich weiß ja, nach Butterbier wahrscheinlich. Das war echt gut, hätte ich nicht erwartet. Gestärkt mit einem Butterbier geht's jetzt weiter und wir sind jetzt hier draußen und hier sind dann auch noch ein paar Sets. Hier ist direkt auch schon die Hogwarts-Brücke, da kann man drüber gehen. Total cool, machen wir jetzt auch einmal. Da ist die aufgeblasene Tante. Im Schrank, er ist im Schrank. Jetzt gehen wir noch ins Gewächshaus und mal gucken, ob wir da ein oder zwei Alraunen sehen. Ich glaube, ihr hört sie schon. Niklas Kopf jetzt nach Alraune um hier. Ich auch. Und einmal umtopfen. So viele Teile der Animatronics. Habt ihr das gesehen, wie groß dieser Kopf von Hagrid ist? Crazy. Und das war extra für Stunt-Double, haben sie das gebaut, damit sich das in Stunt-Double aufsetzen kann. Ja, aber trotzdem crazy, oder? Ja, groß. Verrückt. Und ich habe mir ein Foto davon gemacht, wie viele Motoren und Mechaniken dahinter sind. Das ist echt ein Mindfuck. Ich
Jetzt gehen wir schon wieder nach Gringotts. Da waren wir doch gerade erst vor einem Jahr. Gucken wir uns das mal an, so, aber wir kennen es ja, komm. Aber hier geht's ins originale Filmset, hallo? Ja, hier geht's ins originale Filmset, hat Denise gerade gut erläutert, aber wir waren ja auch schon mal drin, ne? Komm. How dynamic the cart was moving and how big the space was. So we did a lot of swooping camera moves through the space where you really got a sense of the scale of it. I've been at pains to make everything as real as possible. Und aus Gringotts geht's direkt rüber in die Winkelgasse. Oh, oh, das sieht so krass aus. Also, ich zeig's euch mal direkt. Ehrlich gesagt, gerade ein bisschen Gänsehaut. Ey, guckt euch das mal an, das Hogwarts-Schloss. Es ist hier alles so beeindruckend. Ich bin völlig überladen von den ganzen Impressionen. Man überlegt, wofür die das hier alles gebaut haben. Und das alles aus einem Buch hervor. Das ist also aus mehreren Büchern natürlich, aber es ist so beeindruckend, was die geschaffen haben, was einige Leute einfach können und wie. Ach, ja, es ist krass. Also, wenn die Worte und als Harry Potter Fan ist das, müsst ihr unbedingt mal gemacht haben. Expecto!
Ich schwöre feierlich, ich bin ein Tunichtgut. Auf jeden Fall ist das richtig cool, dass du so quasi herausfinden kannst, wo Kretze ist. Richtig cool. So ein paar interaktive Points. Hat mir gut gefallen. Ja, gut 4 Stunden später haben wir die Tour jetzt geschafft. Ich bin wirklich sprachlos. Eben gerade beim Hogwarts-Schloss war ich kurz vor den Tränen. Also das war, also für einen Harry Potter-Fan ist das echt das Allergrößte hier. Also es ist so eindrucksvoll. Zwischendurch war ich total sprachlos. Und selbst Marcel, der jetzt nicht der riesen Harry Potter-Fan ist, fand es richtig, richtig gut. Und wir hatten jetzt das Glück, diese Ausstellung hier noch zu sehen. Wenn ihr das Video seht, ist sie wahrscheinlich schon durch. Aber dann habt ihr trotzdem ein paar Eindrücke von diesen ganzen Szenen von Azkaban. Ja, bis zum 4. September. Genau, bis zum 4. September. Bis dahin schaffen wir es wahrscheinlich nicht, das Video hochzuladen. Und Game Over war am Ende jetzt noch ein Shop. Ich musste was kaufen. Moment, ich zeige euch das mal eben. So, einmal von vorne und von hinten. Ey, sieht nicht geil aus. 25 Pfund, knapp 30 Euro. Kann man mal machen, ne? Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was der ganze Spaß generell so gekostet hat. Wir haben jetzt knapp pro Kopf 60 Euro bezahlt. Und wichtig ist unser persönlicher Tipp, bucht euch wirklich rechtzeitig die Tickets. Wir haben jetzt, glaube ich, 2 Monate im Voraus schon diese Tickets hier gebucht und haben wirklich auch nur noch einen späten Zeitslot gekriegt. Also ihr bucht euch dann ein Zeitfenster und könnt dann so lange in dieser Tour bleiben, wie ihr möchtet. Aber es war wirklich unglaublich. Also ja, ich werde da wahrscheinlich noch lange drüber, ja, mich dran erinnern. Und jetzt hoffen wir, es hat euch mit uns hier auch so gut gefallen. Und ja. Wenn ja, dann lasst doch einen Like, ein Abo da. Ihr wisst Bescheid. Tschüss. Tschüss.